Wir gehen nachher alle nochmal ins Schlamm. Ach, alles klar. Gruppen. Das war auch so ausgemacht, weil wir waren nicht sicher, ob das trägt, ob es reicht. Reicht endlich mal. Ich habe mir wenig Gedanken gemacht, was passieren wird. Ich wollte nur mal was anderes machen als das, was ich im Fernsehen gesehen habe, als wir in Schweden waren und wo ich sehr erschreckt war, was für Musikvideos im Fernsehen laufen. Das fand ich nicht dazu gedacht, die Musiktitel zu unterstützen. Das war alles so komisch produziert, wie wenn man ein Hochzeitsgedeck aufsetzt. Das war so für mich so wie eine Dienstleistung für ein Lied, die für mich künstlerisch nicht oder auch fürs Publikum nicht ansprechbar war. Und ich wollte mich nicht einreihen in diese Riesengruppe von Bands, die ein Video machen, weil es einfach dazugehört, wie eine Annonce so in der Zeitung. Video ab, Kameras, Beep und Action. Perfekt. Das war's. Es ist daran nichts Großartiges. Ich versuche zu tanzen, aber ich kann nicht tanzen. Das wissen alle und alle finden es lustig, ich nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie vom Zahnarzt. Ich habe ein gutes Gefühl, aber einfach nur deswegen, weil ich hundertprozentig irgendwie diesen Kontrollmechanismus abschalten konnte. Wie das nun in der Kamera aussieht, weiß ich auch nicht genau. Kannst du kurz die zwei Zähne Chimeras nochmal anmachen? Ich habe Tanzschuhe von Soran angezogen bekommen. Die Schuhe sind mir wesentlich zu klein und ich falle hinten über den Absätzen runter, sodass jeder Schritt sehr schmerzhaft ist, was natürlich das Spielen sehr intensiviert. Also es hat er mit Absicht gemacht und ich trage den Schmerz gerne. Flake und so, der war sich unsicher. Ich finde es so wahnsinnig super, was der gemacht hat. Mit so einem Iggy Pop-Körper und so, Wahnsinn. Also, und vor allem, wenn man das dann sieht, dann im krassen Gegensatz zu den Sachen, die davor waren, ist echt, echt irre. Was die, das ist echt ein Talent, muss ich echt sagen. Stehen, gerade. Ganz stolz, ganz stolz, ganz stolz. Und ganz weich die Bewegungen. Ganz weich, ganz weich. Und jetzt den sterbenden Schwan. Super, bravo. Super. Ich finde, wir haben es, oder? Von mir aus gerne. Absolut. Super. Super. Halbe Stunde Umbau. Halbe Stunde Umbau, letztes Set für heute. Es ist anstrengender gewesen, als ich gedacht habe, also als rein körperlich, weil man selten so engagiert durchtanzt, wie ich das jetzt getan habe. Also für Profis ist es natürlich lächerlich, aber für mich war es schon sehr aufregend. Ab jetzt beginnt die Arbeit. Im Prinzip das Glücksgefühl ist jetzt vorbei und jetzt kommt das Dienstgefühl. Dieses Jetzt, wo sie zusammen auftreten, ist so eine Art Zuspitzung für ein Bild, was ich so denen gezeigt habe aus dem Butoh-Theater. War es ein bisschen auf Ablehnung gestoßen und auf Zustimmung. Und was die gemacht haben, ist genau das. Ich glaube, das ist genau Butoh-Theater. Das gibt so Zitate wie, mein Tanz ist geboren aus dem Schlamm und Darstellungen von Schmerz und so. Nur die ganze Zeit haben wir jetzt so eine Spannung gehabt irgendwie und das muss sich jetzt auflösen. Da sollen sie sich jetzt austoben alles und so weiter. Das muss jetzt raus.
Und dann gibt es einen richtigen Bruch. Und dann fängt eine neue Geschichte an. Neue Bilder kommen dann. So habe ich es mir vorgestellt. Rammstein ist sehr emotional. Und wenn man anfängt, es in ein Konzept reinzupressen, umso mehr geht auch verloren. Der Tenor der ganzen Geschichte ist, dass ganz viel Veränderung passiert mit jedem Einzelnen selber, also mit der Band als Gesamtheit, als Struktur. Ist alles so recht anders als vorher. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass es einfach, man wird älter und ein bisschen reifer und hat ein bisschen mehr Ahnung von Sachen, die man macht irgendwie. Der hat mich zum Fressen gern. Für mich war diese Platte eigentlich so eine Art Neubeginn, weil wir auch davor relativ starke persönliche Differenzen hatten innerhalb der Band und es ja durchaus im Bereich des Möglichen lag, dass wir vielleicht gar nicht mehr so lange zusammenbleiben und vielleicht auch getrennte Wege gehen. Und wir haben dann doch einen sehr guten Weg gefunden, zu arbeiten. Um vorwärts zu kommen, hatten wir diesmal auch einen kleinen anderen Weg. Wir waren nicht ganz so kritisch. Wir haben erstmal, wenn wir eine Idee hatten, haben wir die so aufgenommen in der Vorproduktion, wie sie jetzt ist. Wir haben das Bestmögliche gemacht, so ist es jetzt. Wenn man gesagt hat, oh, ist ein bisschen doof, so macht man es erstmal. Sonst haben wir immer gesagt, ach, weg. Wir haben es immer gleich weggehauen. Diesmal hatten Lieder auch eine Chance, die endlich schwach waren. Krank, Halsschmerzen, kaputte Beine und dann kam auch ein Tag, ah, guck mal, ich habe ein neues Bein, das Bein rangesetzt, jetzt kann er schon laufen, jetzt fehlt bloß noch der Hut oder die Jacke. Und irgendwann hat er auch eine Jacke bekommen, plötzlich war der Chef, das schönste Lied am Platze. Ich esse weiter unter Krämpfen. Also ich habe mich als Drama verweigert, immer wieder dieselben Schemen und Rhythmen zu spielen wie in der Vergangenheit und habe einfach neue Sachen probiert und konnte mich auf dieser Platte viel mehr ausbreiten und entfalten und mich von dem strengen Rammstein-Reglement der vergangenen Jahre konnte ich mich befreien. Wie ein anderer in die Fabrik geht, sind wir in den Proberaum gegangen und vielleicht haben wir es nicht so verkrampft gemacht wie sonst. Diesmal war unsere Prämisse, dass jeder kommt dann, wenn er Lust hat und dass es eben auch entspannt sein soll und nicht mit so einem Leistungsdruck, der vielleicht früher öfter da gewesen ist. Meine Aufgabe ist diesmal nicht so war, dass ich genau wusste, was ich tue. Normalerweise war immer alles kontrolliert von mir selber. Und diesmal war ein viel freierer Umgang mit dem, was ich gespielt habe. Also es ist ganz oft so gewesen, dass ich quasi reingekommen bin und einfach nicht wusste, was ich spiele und einfach probiert habe. Es war viel, viel kreativer und hat viel mehr Spaß gemacht, als das zu reproduzieren, was man eigentlich schon im Kopf hat. Und das war eine ganz neue Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und es war schön. Es ist für einen Außenstehenden ein normales Rammstein-Album und für uns ist es was völlig anderes und Neues. Aber das kann man schlecht übermitteln, wenn man es nicht selbst gemacht hat. Erstmal kann man erwarten, was immer wichtig ist, dass eine Band sich weiterentwickelt. Man kann erwarten, einen Sänger, der wirklich zum absoluten Sänger geworden ist. Man kann erwarten, wenn man die Texte versteht, unglaublich schöne und dunkle Texte. Man kann erwarten, eine Fahrt ins Ungewisse, ins Dunkle, ins Böse, ins Herrliche, ins Liebevolle. Und man kann erwarten, dass Rammstein im Prinzip auch trotzdem wie immer noch Rammstein ist. Es ist Drehschluss. Yay! Ja, was ich wirklich noch mehr gelernt habe und was wirklich die Lösung zu sein scheint von ganz vielen Dingen, ist dieses Loslassen. Irgendwie loslassen können auch von so mancher Idee, auf die man sich versteift, weil man sieht, da passiert ja was viel Schöneres und so. Und dass man darin eine Sicherheit finden muss. Das ist das Wichtigste eigentlich. Drehschluss. Drehschluss, ja. Essen ist oben fertig. Mhm.
Zeit.